Fangen wir an. E5, Königs Gambit. Komm, er nimmt direkt raus, ne? Sicher. Hat er schon mit gerechnet? Kings Gambit, Check, ist eine starke Eröffnung, oder? Würde TBG auch spielen. D5 muss man nehmen, glaube ich. So. Keine Ahnung, er gibt Schach. Ich muss dazwischen gehen. Ich laufe E2, was sonst? D4 stark, oder? D4, D5, ja, D4. Chat, greifen den Bauern an hier. Castlen, oder? Castlen ist gut. Und dann Turm E1 hier, ne? Aber er wird wahrscheinlich, er macht selbst Rochade. Hm. Und jetzt Springer G5 hier. Hm. Oder D5? D5 sieht auch gut aus, Chat, oder? Oder Läufer... Nee, Läufer C4 geht nicht. Der wird geschlagen. Vielleicht Läufer D3 mit der Idee Springer G5. Komm, Läufer D3 gefällt mir. Eventuell hier opfern. Einfach mal ein Blunder hier auf F7, H7. Oder D5 hier. Wenn er den macht... Oh, gute Kombi hier. Gute Kombi. Wenn er den macht, kommt der hier. Schöne Fork. Was will die Dame hier? Die wird erstmal vertrieben, oder Chat? Wird die nicht vertrieben hier? Was will die Dame da? Weg mit dir. Was geht er dahin? Dahin? Ah, es droht hier das Schlagen, ne? Scheiße. Oh, Springer E2. Springer E2 und die Mama ist weg. Oh, Chat, ist das nicht ein... Wir trappen legit die Queen. Hier. Wir trappen legit die Queen. Die Queen hat kein Feld mehr. Chat, haben wir sie getrappt? Ja? Haben wir sie getrappt? Weg ist sie. Weg ist sie, alles rot. Alles rot, die Dame kann nirgendwo mehr hin. Die Queen ist getrappt. Weg ist sie. Wie geil. Weg, da. Kann ich schlagen? Kann ich schlagen, Chat, oder? Ja, oder? Ja, schlage ich. Jetzt kann ich Bauern schlagen. Da haben wir die Queen gewonnen. Haben wir schön getrappt. Aus Versehen. Sie war die Queen weg. Springer die rein. So. Was machen wir jetzt hier? Einfach mal den Springer attackieren. Attack. Der Knight muss weg. Und dann kommt die Queen ins Spiel. Wir haben eine Queen mehr. Ganz ruhig bleiben. Kushi sagt immer in solchen Stellungen, ruhig bleiben, abtauschen. Na, der Großmeister, da muss man ruhig bleiben. Vielleicht. Wie tausche ich hier ab, Chat? Wie tausche ich hier ab? Wie kann ich hier exchangen? Erstmal Springer F5. Hier kann ich erstmal Knight Exchange anbieten. Und wenn er schlägt, machen wir direkt Pre-Move. Springer E5. Schön. Gusti sagt, man muss Leguan-mäßig spielen. Was heißt das? Was ist Leguan-mäßig? Schön langsam, ne? So Leguan oder wie? So schön langsam. Über den Sand kriechen. Wo leben Leguane eigentlich? Ich weiß es nicht. Gusti hat mich letztens blind besiegt, ne? Da war ich zu Gast bei Lach- und Sachgeschichten, da habe ich keine Chance gehabt. Der hat erstens Springer F3 gegen mich gespielt. Da hatte ich keine Chance. Oh! LPG Just Johnny, danke dir für den Raid, mein Lieber. Schön, dass du noch wieder Schach spielst. Ich hatte zwischendurch schon Angst, dass du kein Schach mehr spielst. League of Legends Legende macht einen Monat Schachtraining, war letzte Woche bei ihm zu Gast, habe ihn ein bisschen gecoacht und denke, werde ich wieder machen. Mal schauen, ob das was bringt. Mal schauen, ob das was bringt und wie weit er es bringt. Heute mache ich Kugelbuchabend für alle, die reinkommt. Heißt, ich spiele nur seltsame Eröffnungen. Nur Gambits, nur Steph. Ich spiele aber die ganze Zeit nur mit Weiß leider. Du hast ein paar Tage aber Pause gemacht, ne? Habe ich gesehen. Johnny, ist er überhaupt im Chat? Wahrscheinlich nicht, hat nur geradet, wieder weg. Seinen Hund füttern. Oder zu Abendessen. Danke für den Raid, mein Lieber. So. Das ist hier ein schöner Pawn. Oh, greift meine Queen an. Die Queen muss weg. Vielleicht hierhin, ne? Schön hier. Discovered Attack. Ne? Check. Und Material einsammeln. Johnny ist am Essen. Ja, hab ich mir schon gedacht. Greift schon wieder meine Queen an. Weg, 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 weg.
Hier, Chat, Discover Check, ne? Muss drin sein. Und es gab ein relativ wichtiges League of Legends Spiel. Ja, habe ich mir schon gedacht. Habe ich mir schon gedacht. Denn er hat mehrere Tage hintereinander League of Legends gespielt und kein Schach. Ich hoffe, das wird ihm nicht abträglich sein. Ja, hätte das Kugelbuch auch gezogen, ich weiß nicht, Chat. Das war ein Slip, Mausslip. Das wollte ich gar nicht ziehen, das war ein Mausslip. Er schlägt. Oh no, meine Queen. Oh no. He can take my queen. Oh no. Chat. Er hat meine Queen aber nicht genommen. Warum das denn? Er hätte meine Queen nehmen können. Wollte er nicht. Check. Check. Na, ist kein Matt, ne? Ich hätte H4 machen müssen und dann hier Matt, ne? Also wenn ich ganz wenig Zeit habe, dann mache ich doch eher TBG-Style. Weil verlieren möchte ich nicht. Weil ihr wettet ja auch. Wenn ihr Kanalwetten macht, muss ich natürlich schauen, dass ich die Leute nicht komplett enttäusche. Ah, oh, hier, schön Mattnetz. Und hier, ne? Und wenn er den macht, ist auch hier matt. Ist noch kein Matt. Wieso ist es kein Matt? Ach, wegen G6. Jetzt ist aber beliebig. Er bietet Remis an. Soll ich annehmen, Chat? Nee, ich setze matt. GG. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann abonniert doch einfach meinen Zweitkanal, The Big Greek Gaming und Reactions, denn dort veröffentliche ich hauptsächlich Highlights aus meinen Streams. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.